Yannick, Verfolgerspiel leider zu euren Ungunsten knapp entschieden. Wie hast du das Spiel erlebt? Ich denke mal, in den ersten zwei Halbzeiten, in der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Lange Alp hat meiner Meinung nach verdient die Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen arg wild. Viele Fouls, sehr durchfahren, aber wir sind sehr, sehr gut aus der Kabine rausgekommen. Und ich denke, im Endeffekt, wenn wir nicht so viele Fehler gemacht hätten, hätte man den Ausgleich eigentlich schon verdient gehabt. Ja. Also nicht ganz zufrieden heute? Nein, aber wir sind eine junge Mannschaft, wir können darauf aufbauen. Wir machen jedes Spiel Fortschritte. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gehabt, aber sind dann sehr, sehr stark aus der zweiten Halbzeit rausgekommen, haben das Heft in die Hand genommen, haben uns auskontern lassen immer wieder, aber das passiert halt, wenn man dann hinten liegt, da will man natürlich den Ausgleich schießen. Es wäre ja blöd, wenn man dann sagt, man bleibt mit hinten 10 Mann im eigenen 16er stehen und verteidigt das 1-0 gegen einen. Ich denke mal, wir können stolz auf uns trotzdem sein, wir haben alles gegeben. Ich habe jede Woche trotzdem Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das war die erste Niederlage, wir waren die einzigst ungeschlagene Mannschaft bis jetzt. Ja, das sind wir jetzt leider nicht mehr, aber wir haben immer noch die wenigsten Gegentore, da bin ich als Torwart natürlich stolz drauf und die Mannschaft auch. Du hast es angesprochen, das war jetzt eure erste Niederlage in dieser Saison. Wie beurteilst du den Saisonverlauf ansonsten? Ja, ich fange den Saisonverlauf eigentlich immer in der letzten Saison an. Da waren wir bis Winterpause mit 9 Punkten letzter. Dann haben wir eine überragende Rückrunde gespielt unter dem Adnan. Da haben wir sehr, sehr, sehr viel gelernt. Er fordert viel von uns. Er ist auch sehr öfters mal böse mit uns, aber das ist gut so, weil er uns weiterbringen will. Das weiß die ganze Mannschaft inzwischen. Jetzt haben wir einen überragenden Start hingelegt in diese Runde. Und wir stehen mehr als im Soll da. Wir sind jung. Wir haben noch viel Zeit, da was zu reißen mit unserer Mannschaft. Ich gehöre schon mit den 24, die ich bin, gehöre schon zu den alten Säcken. Es geht jetzt für euch weiter mit einem Auswärtsspiel. Der nächste Gegner lautet Engelsbrand. Was meinst du, wie werdet ihr da versuchen, erfolgreich zu sein? Ich denke, das ist ja der Tabellenführer. Abgesehen davon, wenn wir rauskommen, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, dann haben wir da gute Chancen. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Das will man immer als Fußballer. Und ich denke, wir haben gute Chancen dazu, wenn wir einfach alle voll motiviert reingehen. Und da sind wir. Yannick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke gleichfalls.